Hallo zusammen, zurück bei Made of Scare. Wir müssen jetzt versuchen, hier dem lieben Onkel Abraham zu entkommen. Also ich tippe einfach mal darauf, dass er das ist. Hier ist er irgendwo. Wo ist er denn eigentlich rausgekommen beim letzten Mal? Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Hier ist der Schlüssel gewesen. Ah! Hier, Tür. Große Tür. Hier kann man doch irgendwo durch. Da. Hier haben wir irgendwas. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. So, Tür ist auf. Wo muss ich denn jetzt hin? Onkel Abraham stapft hier noch rum wie ein Blöder. Oh Gott. So, die Tür haben wir auf. Da ist eine Tür, die noch nicht offen war. Ich gehe aber erst hier rein. Ah. Jetzt hat die Platte einen Sprung. Eine Platte ist es ja gar nicht, sondern halt so eine Wachsspulen, denke ich mal. Was ist jetzt unser nächstes Ziel, außer Onkel Abraham nicht in die Finger zu kommen? Weg auf den Dachboden und die Zylinder. Ich bin jetzt hier. Da ist der Zylinder. Super. Onkel Abraham hat den doofen Schlüssel noch. Wie komme ich da hin? Kann ich hier irgendwie mit dem Ding irgendwas? Schlüssel. Was ist das für ein Raum? Oh Gott, oh Gott. Alle. Ging hier gerade das Telefon? Nee. Ja. Da, 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 da. Der ist zu. Thank you.
zu, okay. Was ist das für eine komische Maschine hier? Jemand im ungünstigsten Moment anruft. I'm still here. I thought you. Something just. What was that? What happened? I could hear the sound of. Wait. I thought I heard something here. Somebody is trying the door on us. I must go. Na, super. Ist der jetzt tot? Wir haben den Schlüssel. Juhu. Das Ding hat ihn irgendwie... Okay. Jetzt kommen wir da rein. Speichern. So. Okay, jetzt müssen wir versuchen, hier zu dieser Spule zu kommen. Da Onkel Abraham hier nicht mehr rumstiefelt, haben wir vielleicht Glück und es ist nicht mehr so kompliziert. Okay, mit dem Schlüssel kommen wir da definitiv nicht rein. Jetzt schleichen die hier wieder rum. Nee, Onkel Abraham ist wieder da. Ah. Jetzt da rum. Nee, da ist der. Nee. Moment. Wir sind hier. Wir müssen jetzt da rum und dann da runter. Okay. Schon wieder an der falschen Stelle. Okay, jetzt nach links. Lauf. Ist das olle Vieh hier auch im Weg? Verdammt. Noch mal einen Raum zum Speichern. Das der. Hier war nur ein Telefon. Ich muss noch mal kurz hier.
Karte. Wir sind jetzt da. Oh, schon wieder im falschen Raum. Geradeaus, geradeaus. Oder hier durch. Ich kann mich wieder nicht heilen und ich bin schon wieder kaputt. Toll. Hier. Okay, sind wir schon mal, sieht schon mal besser aus. Moment. Okay, jetzt nach links. Nein! Wo waren hier Elisabeths? Da ist Elisabeths Zimmer. Und speichern, komm. Oh. Okay, jetzt kann ich dieses Ding schon wieder nicht wegstecken. Wieso kann ich denn das schon wieder nicht wegstecken? Das ist doch schon wieder blöd. Da sind wir. Und da wollen wir runter. Ich... Okay. Pack das Ding weg. Benutzen kann ich es ja nicht. Das ist ja alle. Eben die Hand von dem Vieh. Ja. Wo ist er? Ja, seht ihr, in den Raum kann er nicht rein. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch eins auf den Deckel hauen lassen. Hier, komm, hau mir mal eins auf den Deckel, dann bin ich das Ding los und bin wieder bei Kräften. Hau mir ich mal Kacken. Hallo. Jetzt hat er uns den Schädel zertrümmert. Aber jetzt sind wir wieder in dem Raum und ich bin den doofen Ball los. Ich habe gedacht, ich habe ihn umgebracht mit dieser Maschine. So, jetzt klappt das wenigstens wieder. Okay, ich muss jetzt geradeaus und dann vorne nach rechts. Sackgasse, verdammt. Sogar das Vieh rennt vor dem weg. Interessant. Jetzt bin ich hier wieder. Ja, hau mich ruhig. Nee, da ging's ja nicht weiter. Na, ah, jetzt hauen sie mich beide. Nein!
Da sind wir. Darunter will ich. Ich glaube, es macht mehr Sinn zu warten, bis Onkel Abraham hier vorbeigestapft ist. Ja. Lassen wir ihn mal kurz stapfen. Dann also eher nach links und nicht nach rechts. Okay. Ich habe nämlich diese kleine Klappe irgendwie nicht gefunden. In dem Kinderzimmer. Geht die Tür nicht mehr auf. Oh, der kommt doch immer wieder zurückgestapft. Der weiß genau, dass ich hier bin. Oh, wie fies. Was hat der mir eins auf dem Deckel? Da ist Onkel Abraham in der Tür. Nein, 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 lass mich doch mal. Nein! Ah! Was für eine fiese Sequenz. Aha, vielleicht muss ich doch irgendwie im Kinderzimmer diese Luke finden. Aber so in aller Hektik ist jetzt auch blöd. So, der Typ ist mir jetzt sowas von egal. Ich muss hier jetzt irgendwie diese Luke finden. Die war hier irgendwo. Da ist er. Oh, da ist auch einer. Hier, aufschließen. Oh, da ist der Stuhl. Nein, 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 nein. Nein, 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 hör auf zu hauen, du. Oh Gott, Onkel Abraham ist auch da. Die Spule haben. Ja, ja. Und da will ich auch das Ding mitnehmen. Den lesen wir später. Nein, hört auf mich zu verprügeln. Schnell speichern. Erstmal schnell speichern. Oh. So, jetzt gucken wir uns an, was wir hier aufgesammelt haben. Bei den Dokumenten. Sonntagmorgen, 16. Dezember 1894, 20 Seiten. Familientragödie sorgt für Schließung. Nach dem Tod der Maid von Scare schließt das bekannte Scare Hotel. Der Ehemann der berühmten Sängerin Prudence Williams schließt die Pforten des Scare Hotel in Südwales. Isaac Williams, Geschäftsmann und Eigentümer des Hotels, trauert um seine geliebte Frau und nimmt keine neuen Gäste mehr in seinem Hotel auf. Das Scare Hotel schließt nach nur einem Jahrzehnt, in dem es wohlwollende Kritiken erhalten hat und Mittelpunkt einer Reihe von spektakulären Vorstellungen war. Gesungen von der verstorbenen Maid von Scare, Prudence Williams, sie hinterlässt eine Tochter, Elizabeth. Da kommt ein Bild und ein Bild vom Hotel.
Okay, Leute. Ich würde sagen, für heute war es das erstmal. Wir schauen beim nächsten Mal weiter, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi.